Willkommen bei 7 Days to Die. Gemeinsam, also Let's Play, gemeinsam mit Tibra Nachtwind. Wir sind zufällig random an der gleichen Stelle fast gespawnt. Also, sie steht da direkt neben mir. Hallo. Das Ganze läuft auf einem Dedicated Server. Ich werde jetzt gleich mal die Tibra einladen, dass wir uns auch auf der Map sehen. So. Ja, bitte darum. Hab ich. Komischerweise geht das mit Track jetzt. Zack. Ja, jetzt passt es. Passt. Okay. Gut. Steig wieder aus. Ja, Also, ich sehe dich. Wir sammeln gleich mal Ressourcen, oder? wir sammeln nochmal sofort die Ressourcen ein. Also, das hat man noch nie bei einem gemeinsamen Spiel, dass man random fast auf dem gleichen Punkt spawnen. Wir waren ja einige Meter auseinander, Ich wenn wir hole mir jetzt die da eingestiegen Baumwolle, die sind. werden wir brauchen. Baumwolle brauchen wir auf alle Fälle, Okay, hoppla. Na, geh weg. so, ich beginne da mal mit dem ersten Holz. Ah, na, irgendwie erwische ich es nicht. So, jetzt habe ich es. Und der Golden Rod ist ganz wichtig. Ja, die Frage wird sein, finden wir etwas Adäquates, das wir adaptieren können, oder müssen wir selber bauen? Die Frage. Wir brauchen auf alle Fälle, bevor die Nacht anbricht, Einen ein Unterschlupf. erstes Schutzhaus oder zumindest halt einen Unterschlupf. Von den Einstellungen haben wir auf dem Dedicated Server eigentlich alles so, wie es beim Standard 7 Days to Die eingestellt ist. Das einzige oder der einzige kleine Unterschied ist, wir haben genau 60 Minuten, was ein Ingame-Tag dauert, also 24 Stunden Ingame sind 60 Minuten Realtime. Ist sonst was? Na, ansonsten sind die Einstellungen eigentlich auf Standard. Wir haben Schwierigkeitsgrad den mittleren Ja. und ja, bei Ingame-Tod bleibt alles im Inventar. Wir verlieren nur das, was wir am Gürtel tragen. Das, jetzt legen wir mal das ganze Zeug weg. Erstes Steinchen. Ah ja, ich lege mal alles ins Inventar, was mir geschenkt wurde, quasi. Ja, das Startpackage. Das verstehe ich auch gerade. Das bisschen, was man hat, will man ja nicht auch noch verlieren. Na, nicht wirklich. So, ich suche Stein. Da ist einer. Und da vorne liegt noch einer. Glaube ich. Nein, das war kein Stein. Oh, Close Fragment auch machen. Mach mal gleich, was ich herstellen kann. 6 Stück ist nicht viel. Ein Schlafsack. So, brauch mal 13 oder so. Na gut. Momentan keinen Stein. Tja. Aber hast du. Warte mal, warte mal, warte mal. Einen habe ich, da kann ich glaube ich eine Axt machen, ne? Und mit der. Nein, zwei Proxt. Für die Axt. Käse. Das hätte ich auf den Stein, auf den großen eingehämmert. Oh, hast du Baumwolle schon gefunden? Nein, ich bin dabei, einen Stein zu suchen, weil wenn ich nicht einen zweiten habe, Jetzt schwierig. schwer mit der Ressourcengewinnung. Gut, ich stehe jetzt drauf, es geht nicht anders. So, wo ist ein Stein? Das gibt's Ich ja habe noch. zwei Steine. Okay.
heißt, ich werde uns gleich einmal eine Axt machen, oder? Ja, Ich muss hier macht er. kurz. Baut er eine Spitzhacke und los auf den ersten Stein, der da herumsteht. Brauch Holz. Brauch Holz, ich brauche irgendein dürres Ding, Ja, das ich das hätte mitnehmen ich schon kann. rausgeschlagen. Holz hätte ich schon, das kann ich da rüber geben. Komm her. Okay, ich habe 3 Steine. Okay, dann könntest du mal einen Stein rüberschmeißen. Da draußen ist er. Hast du? Na, ich bin gerade im Inventar. Na. Okay, dann hole ich ihn mir wieder. Weg ist er. Der runtergerollt, hallo. Ich glaube, die sind Na, runtergerollt. dann bau du. Was, alle? Nein, nein. Einen, glaube ich, habe ich noch. So, ich gebe das Holz raus. Das ist schon, dass man. So, Holz. Nein, ist. Ja, ist angekommen, ist angekommen. Dann tue ich weiter Gras. Ich brauche trotzdem noch einen Stein. Ich habe jetzt nur einen. Warte, Kacke. dann kriegst du meinen. Ich hab noch einen Stein. So, Wieso? Achtung. Nein. Ah, hinter dir schwebt er. Jetzt habe ich ihn. Okay. Stone Axe Craft. Schlagst du ein bisschen Steine raus aus irgendeinem, der da herumsteht, und dann Ja. einen kleinen Baum oder so. Die Welt gehört uns. Wir haben eine Axt. Okay, und dann baust du mir auch bitte gleich welche. So, hast du schon ein Gewand, weil sonst zimmert die da eins. Ja, bitte, bitte mach mir Gewand. Versace. Ja. Ist von Vorteil. Das, ich hätte jetzt nichts anderes erwartet. Es muss natürlich Markenkleidung sein. Und eine Gucci-Handtasche, bitte. Gucci-Handtasche, jawohl, kommt sofort. So. Eine Gucci-Handtasche. Und damit mir nicht zu so kalt wird, eine Jack-Wolfskin-Haube, bitte. Also Die das sind schaut jetzt teurer. sicher sehr merkwürdig aus. Versace-Handtasche, Ja, Versace-Kleid, Gucci-Handtasche und eine Jack-Wolfskin-Haube. ich habe empfindliche Ohren. Der Bekleidungsstil ist wagemutig. Ja, bin ein Trendsetter. Also ich glaube nicht, dass das wirklich ein Trend wird. So, jetzt bauen wir das Ganze noch ein zweites Mal. Oh. Craft, Craft, die Hosen, das Horbo, die Handschuhe. Oh. Ich habe Steine, ich habe Holz. Okay, dann bitte eine Pickaxe. Und dann kann ich auch beginnen. Und ich schmeiß da das, die Kleidung raus. Okay, fang an. Hier mit der Kleidung. Eins, zwei, Ja. drei, Ja. vier, Ja. fünf. Spießt. Ja. So, ich fange an. Steine. Hast du? Und Holz, die Hälfte. Ja. Perfekt. Oh, eine Sau. Ich hole ein bisschen was von dieser Kohle, gell? Ein Schweinchen. Gleich bekleiden. Sehr athletisch, die Dame. Na, was ist mit meiner Pickaxe?
So, und so einen Wooden Club, der zwar nichts bringt, aber besser als wie die nackten Hände ist es auf alle Fälle zum Verteidigen. So, du hackst dort, dann gehe ich da ein Stück weg. Hast du dir schon einen Bogen gemacht oder Ja. irgendwas anderes? Okay. Brauchst du Federn? Brauche Denn ich Federn? Ja, ich brauche hätte dann ich. Federn. Aber ich glaube, ich konzentriere mich jetzt einmal im ersten Tag auf Holz und Ressourcen. Holz und irgendwo sollte man nur ein bisschen Nahrung und Getränke finden. Okay, Baumfeld. ich werde trotzdem einige Steine noch rausschlagen. Schisser, wie ich bin, krieche ich durchs Leben. Ja, also in den ersten Tagen in 7 Days to Die ist es sehr ratsam, wenn man sich gebückt fortbewegt. Also ohne Rüstung und ohne halbwegs Waffen ist es fast sinnlos, gegen die Zombies anzutreten, außer man hat Schwierigkeitsgrad, weiß ich nicht, untersten oder so eingestellt. Aber sobald man ein 7 Days to Die Game startet auf dem Server und mit Survival Multiplayer, wird das ziemlich heftig. Oh, Steine habe ich Aha. einige. Oh, da schau ich, mir ist warm. Gut, dann werden wir wieder was ausziehen. Ich sehe da unten einen Sack herumstehen, da schaue ich gleich mal rein, gell? Weg mit der Kapuze. Besser. Ist da drin? Oh, Glass Fragments. Sehr schön. Baumfeld. Weit weg. So, ich baue uns dann noch die restliche Kohle ab. Ich glaube, dann sollten wir es ein bisschen auf der Suche machen. Oh, mir wird auch heiß. Naja, es ist gerade mittags. Wir nehmen das Hütchen weg. Die Bandana ist kühlend, oder? Bandana ist kühlend, ja. Ah, okay, und ich habe ein normales Häubchen auf. Das könnte ich auch noch wegnehmen. Das wäre eigentlich auch intelligent gewesen. Ich habe extra den Cowboy-Hut gemacht. Dann setzen wir den auf, der ist kühlend. Okay. Den kannst du mit dem Gras kannst du den jetzt auch bauen. Ah, okay. Ich mache gerade den ersten Schlafsack. Okay. Glaube ich. Ja, einen So. Schlafsack hätte ich schon. Jetzt wäre noch ein bisschen Gras noch. Und ein bisschen Stein. Wo bist du? Du bist da vorne. Bin nicht weit. Ich sehe dich. So, ich werde mir da aus dem Stein dann ein bisschen was rausklopfen und dann glaube ich, sollten wir Uns auf den Weg machen, gell? ja, ein bisschen die Umgebung erkunden. Wir brauchen auf alle Fälle etwas zu essen Okay. und Getränke. Stimmt. So, wir brauchen noch einiges an Baumwolle für den zweiten Okay. Schlafsack. Okay. Okay.
Hast du gesagt, kann man machen. Dann machen wir mal einen Hut. So, ich glaube, das reicht aus Steine. Was haben wir jetzt? 78 Steine, 600 Holz. Ja, okay, das werden wir mal so nehmen. Das habe ich. Ich habe auch 635 Holz und ich werde mir gleich ein paar Woodframes parat legen. So, ich würde vorschlagen, ich wandere mal so Richtung Norden. Stück. Und versuche. Bleibst du da, wo wir jetzt den Spawn hatten, oder kommst du mit? Ich komme mit natürlich. Du Ich kommst hole mir dann mit. noch diese Baumwolle. Hey, Und vor uns Zombie. Zombie, ja. Wie ich? Meinst du mich? Ja, du bist mein Beschützer. Bin der, der als erstes läuft momentan. Okay, ich gehe Richtung Nordosten. Okay. Passt. Bist du? Ich bin in deiner Nähe und bringe einen Zombie mit. Oh. Ja, sehr aufmerksam. Ja, also ich laufe jetzt einmal nach Norden. Okay. Ich komme auch. Einiges an Baumwolle habe ich jetzt gefunden. Sehr fein. Zwar nicht wirklich viel, aber ja, besser wie nichts. Okay. Ich bin detected. Hunted neue. Jetzt Da bitte kommt lauf mir nach. verbranntes Gebiet im Norden. Okay. Wo bist du? Ich schau gerade, ich bin östlich von dir. Ja, du kommst daher und sie geht dir nach gerade. Sie geht direkt neben dir. Die Folgt sollen. mir. Sie hängt an mir. Nicht mehr. Jetzt an dir. Okay, laufen wir Richtung Westen. Ah, da kommt die Okay. nächste. Dran vorbei. Ich bin undetected. Jede Menge Baumwolle. Da ist ein riesiges Feld da unten. Richtung Nordosten. Jede Menge Baumwolle. Ja, sehe Glaube, ich. das sollte jetzt reichen. Ich habe wieder einen Zombie. Achtung. Lauf Richtung Westen. Okay. So, ich laufe ebenfalls. Okay, ich bin undetected. Und das kann ich nicht behaupten. Okay, wo bist du jetzt? Da, du bist da. Okay, südlich von mir. Sehr gut. So, dann schauen wir gleich mal noch Close Fragments. Ja, die werde ich auch kurz erstellen. Dann Alles. schauen wir mal, ob der zweite Schlafsack Du, drin ist. ich baue einen schon zusammen. Ah, Also, okay. wenn du schon einen hast, dann das reicht schon. Ich mach mir gleich einen. Sehr gut. Er Soll, trotzdem. sollte ausreichend Schlussfragments haben. Den restlichen Bomberbandagen. Gut, So, und weiter wohin? geht's. Wir sollten. Ja, gehen wir nur ein Stück Richtung Westen.
Bist du? Ah ja, hinter mir. Direkt hinter dir. Vielleicht kommt da irgendwo ein Häuschen für die Nacht. Federn. Da rechts ist ein Zombie. Ah, links, sorry. Falsches rechts. Das andere rechts. Ja, genau, das andere rechts. Genau. Ups, ich bin sensiert. Ja, aber Ich ich laufe. bin Hunter. Ich hab's übertrieben. Okay, undetected. Sensiert. Ja, das war zu kurz, da muss man schon ein Stück zusätzlich noch. Naja, sie läuft ja weiter in die Richtung. Ist schon ein bisschen hartnäckig, die Dame. Oh, da ist eine Straße. Straße ist einmal nicht schlecht, oder? Du siehst eine Straße. Ah ja, cool. Straße. Sehr gut, ja. Normalerweise findet man entlang der Straßen Häuser. Das heißt, wir werden uns für eine Richtung entscheiden. Jetzt werden dieser dann. Ah, ich sehe ein Haus. Dann würde ich sagen, für den ersten Unterschlupf. Im Nordwesten. Jawohl. Ja. Dann mache ich einige Woodframes. Damit wir das gleich absichern könnten. Einige Woodframes. Das Was Auto hast nehmen wir? Nehmen du wir mal 25 gelootet. Woodframes. Ja, das habe ich Sehr ge gut. also das da im Norden, das habe ich, wo ich dabei stehe. Das im Wo Süden ich unten neben habe ich dir nicht. stehe. Ja, ich habe den ja gesehen. Jetzt erst. So, und das Restliche werden wir in Woodspikes verarbeiten. Oh, Ja, wir tut mir sind in leid, der wenn ich Aufnahme. dazwischen immer wieder mal räuspern muss, aber ich bin noch etwas verkühlt. Wir sind bei einer Aufnahme von 23 Minuten. Okay, dann machen wir einen kurzen Cut hier und starten dann gleich Beziehungsweise, mit der nächsten. ja, willst du hier gleich oder noch in das Haus? Nein, ich würde sagen, wir stoppen hier und in der nächsten Folge sieht man dann, wie wir das Haus Okay. ausrüsten. Ja, Okay, alles klar. okay, dann hoffe ich, es hat euch gefallen. Es ist halt so der erste Start in 7 Days to Die. Wenn ja, dann würden wir uns über ein Abo freuen und einen Daumen hoch. Dann Also sagen wir dann. Danke und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss, bis zum nächsten Mal.